Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch ein Fullface aus Lavera-Produkten schminken. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bitte ignoriert die Hintergrundgeräusche. Es ist immer hier noch Baustelle, Umzug. Es wird um mich herum ein bisschen gerödelt. Mein Freund ist gerade dabei, unten einen Raum einzuräumen. Falls wir Rollbretter hören, falls wir irgendwas hören, it is wie it is. Wenn ich eine neue Marke teste und eine neue Foundation, es ist für mich tatsächlich auch immer eine ganz schöne und interessante Geschichte. Aber ich möchte halt gucken, wie die Produkte halt auch auf meiner Haut wirken. Das heißt, ich verwende gerne im Vorfeld dann eine Gesichtspflege oder eine Gesichtsgrundierung, wo ich weiß, dass da einfach, wenn jetzt nachher irgendwie eine Würstchenparty entsteht, das definitiv nicht aufgrund von dem Primer oder von der Foundation, von dem Primer ist, so nämlich, ne? Weil ich dann halt ja die Produkte schon kenne. Das heißt, natürlich verwende ich jetzt auch heute mal wieder Beauty Mates Produkte. Ich mag die einfach, ne? Ein Startup aus Bayern, aus München. Und ich habe hier jetzt das Beautiful Eye Set. Das ist total klasse, besteht aus dem Augenlifting Booster und der Hyaluron Cream Boost. Da verwende ich jetzt erstmal den Augenlifting Booster. Da haben wir unseren Freund Niacinamid drin enthalten, also das Vitamin B3. Ich nehme nur einen einzigen Tropfen, ne? Und ein Phytokomplex. Das Ganze ist dafür da, halt, um die Augen abschwellen zu lassen. Deswegen verwende ich das super gerne morgens, um die Augenringe zu reduzieren, Rötung zu minimieren, Augenfältchen halt auch so ein bisschen aufzupolstern, ne? Und ich gebe mir das einfach so ein Tropfen, wie gesagt, auf die Mittelfinger, taper das so und gebe mir das ganz, ganz leicht und sanft einfach auf meine Augen. Und das ist so ein kleines Streicheln am Morgen, was ich gerne mag, ne? Und ihr wisst ja, ich habe den Code Claudi30. Der gibt euch 30% Rabatt auf den kompletten Online-Shop. Ist jetzt mittlerweile kein Affiliate-Link mehr, also kein Affiliate-Code mehr, da wir jetzt eine bezahlte Werbepartnerschaft eingegangen sind. Fand ich persönlich irgendwie cooler. Und deswegen haben wir das geändert. Ich habe jetzt hier die Hyaluron Cream Boost 24 Stunden Feuchtigkeitspflege. Die gibt einfach wirklich für den ganzen Tag Feuchtigkeit. Ist jetzt eine ganz neue, weil ich letztens erst die Creme aufgebraucht habe. Ja, und da nehme ich mir einfach so ein bisschen. Du kannst hier jetzt theoretisch auch einen Booster mit reinmischen. Ich mache das jetzt einfach pur aufs Gesicht. Kann ich super als Make-up-Grundlage halt verwenden. Und genauso verwende ich das jetzt auch gerade. Bei allen Produkten haben wir halt Sachen drin, die reingehören. Also es ist Wirkstoffkosmetik, ne? Also wirklich keine Parfüme, keine Parabene, keine PEGs. Tierversuchsfreie und vegane Produkte haben wir hier am Start und es sind einfach Sachen, denen kann ich vertrauen. Und deswegen verwende ich Beauty Mates halt auch schon richtig, richtig lange und empfehle sie euch immer wieder gerne weiter. Und ihr könnt dann halt, wie gesagt, mit Claudi30 30% sparen. Für mich persönlich ist es dann so, dass die Preise fast schon Drogeriepreise sind. Also ich weiß, dass viele das anders sehen, ne? Aber wenn ich mich in der Drogerie mal umschaue, dann sehe ich halt auch, dass du da teilweise Cremes bekommst, die halt auch im oberen 20er-Bereich oder so liegen, ne? Das heißt, für mich ist es eher so in der Drogerie einzuordnen, aber das sieht halt jeder für sich anders, ne? Ich persönlich vertraue Beauty Mates und deswegen empfehle ich euch das immer wieder. Deswegen, ja, ich creme mich jetzt gerade ordentlich ein hier und ich habe heute ein tiefes Dekolleté, deswegen gewieben. Ich empfehle euch das halt einfach gerne, Leute. Weil, ich weiß gar nicht, 2 Jahre verwende ich die Produkte schon durchgehend oder 3 Jahre sogar schon, ne? Ich merke einfach mit meiner trockenen, sensiblen Haut, dass alles super ist. Ich habe mir jetzt auch den Anti-Pickel-Booster nachbestellt, weil ihr seht, ab und an kommt dann doch mal wieder was durch, ne? Obwohl meine Haut jetzt in der Schwangerschaft super ist. Ab und an, hier unten, ich habe jetzt irgendwie ein paar Tage in Folge richtig viel Maske getragen. Da hilft dann der Anti-Pickel-Booster sehr, den würde ich dann einfach in die Creme mit reinmischen. Es gibt hier halt die Variante auch noch für trockene Haut. Das ist jetzt ja quasi für normale Haut. Aber ich habe jetzt hier im Sommer, wenn es halt draußen so warm ist, gerne die für normale Haut. Die zieht sofort weg, das ist echt schön, ne? Da könnte ich mir jetzt einen Lichtschutzfaktor drüber geben oder halt gleich die Foundation. Kann ich euch mega empfehlen. Also das hier ist jetzt so ein vorgefertigtes Set.
das Beautiful Eye Set mit dem Augenlifting Booster und der Hyaluron Cream Boost. Ihr könnt euch aber im Set-Konfigurator euer Set individuell zusammenstellen. Schaut da gerne mal vorbei, da ist für jeden wirklich was drin und da sind halt tolle Inhaltsstoffe enthalten. Es gibt so tolle Produkte, so schöne Booster, die man wirklich dann immer gezielt anwenden kann, je nachdem, was man gerade haben möchte. Und das hier ist halt eins meiner Lieblingssets, was ich halt auch aktuell in Anwendung habe. Und das kann ich euch sehr empfehlen, ne? Also ich merke auf jeden Fall, dass meine Augenpartie durch den Augenlifting Booster, wenn ich das halt jetzt auch wirklich langfristig anwende, sehr, 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 sehr verbessert ist. Ich habe weniger von diesen kleinen Trockenheitsfältchen. Ich habe viel weniger Augenschatten oder so, wenn ich das morgens drauf mache und aussehe wie so ein zusammengequollenes irgendwas, gehen die Augenringe oder die Augen, wie nennt sich das denn, die Polsterviecher, die gehen halt wie, sorry Leute, gehen halt einfach direkt weg. Was ich halt auch gemerkt habe, ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt dem Augenlifting Booster zuschreiben darf, ich habe sonst, wenn ich mein Wimpernserum verwendet habe, hier ja auch so leichte Verfärbung bekommen. Es ging halt noch vollkommen klar, wenn man es nicht wusste, hat man es nicht gesehen, ne? Aber ja, die sind jetzt ja einfach weg, ne? Also ich nehme jetzt seit ungefähr 3 Monaten mein Wimpernserum so auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das dadurch allein schon weg ist, aber ich glaube, der Augenlifting Booster hat da schon viel mit zu beizutragen, mit dazu beigetragen. Und was ich auch noch sagen wollte, apropos 3 Monate, super ergiebig. Also diese Booster sind ja keine Serien, das kann man ja nicht in dem Sinne vergleichen. Du hast da bis zu 120 Anwendungen drin, weil du brauchst ja nur 1 bis 3 Tropfen. Ihr habt gesehen, ich brauche nur einen einzigen Tropfen. Wenn ich mir einen Booster in meine Creme mit reingebe, dann gebe ich mir 2 Tropfen von dem Booster mit rein und du kannst die halt wirklich so mischen, wie du möchtest. Also du könntest dir theoretisch den Augenlifting Booster draufgeben, dann nimmst du dir ein bisschen was von der Creme in der Hand, machst dir dann, keine Ahnung, den Koffein Wake Up Booster mit rein, den die Pickle Booster und vielleicht auch nochmal den Falten Control Booster, ne? Von jedem so einen Tropfen. Dann kannst du das so schön in den Händen vermischen aufs Gesicht und hast dann wirklich alles bekämpft in deinem Gesicht, was du gerade bekämpfen wolltest. Also ihr kennt meine Obsession für Beauty Mates, kann ich euch wirklich empfehlen. Schaut gerne dort vorbei. Ich glaube zum 3. oder 4. Mal Claudi 30, gönnt euch hart, ne? Sehr empfehlenswert. Jetzt geht's weiter mit Lavera und da trinke ich mir erstmal einen kurzen Mundschluck, denn ich habe immer Angst so ein bisschen vor dem Erstkontakt, wenn ich eine neue Marke teste. Denkt auf jeden Fall dran, bei dem Wetter, wir haben es heute 24 Grad bei uns, es geht gerade noch so klar, ne? Sehr viel Wasser zu trinken, denn auch das trägt zu einer guten, gesunden Haut bei, weil du dann ja auch quasi von innen die Falten aufpolstern kannst und alles irgendwie besser aussieht. Glaubt mir, es ist so. Auf jeden Fall, Lavera Hyaluron Liquid Foundation habe ich mir in der Farbe Natural Ivory 01 bestellt mit Bio-Mandelöl und das soll feuchtigkeitsspendend sein. Da bin ich, ich bin einfach gespannt. Ne? Lavera Naturkosmetik, wisst ihr Bescheid, habe ich auch schon, also das ein oder andere an Naturkosmetik ja auch getestet. Da hatte ich Alverde, da hatte ich Alterra und wir sind nicht die allerbesten Freunde geworden. Wirklich nicht. So, ich habe mir jetzt hier so einen Haufen auf die Hand gegeben. Ist recht dickflüssig, oder? Täusche ich mich? Ja, sieht eigentlich farblich richtig gut aus. Riecht nach Naturkosmetik. Riecht nach Naturkosmetik, kann man nicht anders sagen. Sonnenblume hast du hier direkt schon als Sonnenblumenöl als zweiten Inhaltsstoff. Ist auch interessant. Ja, man sollte sich ab und an mal so diese Inhaltsstoffe durchlesen. Weil es ist alle feini, wenn du halt so eine schöne Naturkosmetik hast. Aber manchmal sind da halt auch echt Inhaltsstoffe drin, die nicht ganz so nice sind. Ich verwende die Pinsel von Spectrum. Ihr kriegt die auch ab und an mal bei Purish. Ich glaube aktuell sogar mit Claudis Welt 15 um 15% rabattiert. Ja, ich glaube, die ist ein bisschen dunkel, ne? Egal. So jung kommen wir nicht normal zusammen. Ich gebe mir die jetzt erstmal mit dem Pinsel aufs Gesicht. Auch auf dem Gesicht ist die recht dick und pflegend. Ja, wirklich leichter Farbunterschied, ne, zum Hals. Ich habe jetzt den einen Pumper verteilt und ich muss sagen, ich habe eine mittlere Deckkraft. Das heißt, es werden schon Unebenheiten abgedeckt, aber Rötungen kommen noch durch. Ein bisschen sehe ich meine Sommersprossen auch noch durch, aber sie sitzt, das war die Schublade, jetzt eigentlich ganz gut auf der Haut, ne? Ja. Kann ich mich eigentlich gar nicht mal so beschweren. Die hat einen schönen Glow, schön feuchtigkeitsspendend. Ne? Kann weitergehen. Ach so,
einblenden. Schwämmchen. Natürlich. Luvia meets Maxim Jockey. Genau, Jockey. Vor allem Giacomo. Bekommt ihr auch im Rossmann, genauso wie ihr dann ja auch die Lavira-Produkte im Rossmann bekommen müsstet. Ich verlinke euch die mal in der Infobox. Die bekommt ihr natürlich auch bei Douglas und Flaconi und so. Das sind dann die Links, die ich nehmen werde, weil Affiliate-Links, ihr wisst Bescheid. Falls ihr eh online bestellen wollt, nehmt gerne meine Links. Das kostet euch dadurch nicht mehr. Aber ich verdiene daran halt eine Puppi-Kleine, wirklich Puppi-Kleine, Provision. Aber besser haben als brauchen. Die Foundation mag ich. Ich glaube jetzt gerade so, wenn es jetzt einen Monat weitergeht und Hals und Dekolleté bei mir dann halt auch sowieso ein bisschen brownie pony sind, dann läuft das, ne? Finde ich echt klasse. Dann habe ich hier einen Concealer. Das ist der Natural Concealer, natürliche Abdeckung mit Q10 Wirkstoffkomplex. Ich glaube, es gab welche mit Q10 und welche ohne Q10. Hier habe ich jetzt die Ivory 01 gewählt und die sieht irgendwie dunkler aus als die Foundation. Oh mein Gott, wir gucken uns das einfach mal auf dem Gesicht an, ne? Das geht ja nicht an. Es riecht alle halt, ne, nach diesem Naturkosmetik. Ach nö, das geht klar. Das geht klar. Die Verpackung war etwas irreführend. Und ich schaue auch mal, ob ich damit gegebenenfalls Rötung abdecken kann. Also da sehen wir dann auch nochmal die Deckkraft, ne. Also die Farbe Ivory ist wirklich so mit einem Rosé-Stich. Da ich ein Natural Cool Undertone bei mir habe, das ist eigentlich ganz passend für mich. Ist aber jetzt nicht sonderlich dafür geeignet, um Pickel abzudecken oder Rötung abzudecken, sagt man ja so freundlich. Weil das halt irgendwie so einen Aprikot-Orange-Stich auf die Haut gibt, das finde ich jetzt nicht so optimal. Unter den Augen finde ich das ganz gut, da muss man halt einfach nur bedenken, dass wir eine super, super leichte Deckkraft haben. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie aufhellend oder so, das ist so leicht Color-Correcting, würde ich das eher bezeichnen. Also Concealing jetzt nicht unbedingt. Aber für ein leichtes Make-up, wie ich das heute ja auch tragen werde, ist es eigentlich optimal geeignet. Die Foundation ist jetzt in die Haut auch so ein bisschen eingezogen und ich merke auch, dass sie nicht mehr so dieses cremige Gefühl hat, aber das finde ich echt positiv. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, als hätte ich jetzt dick Foundation drauf, sondern es ist alles sehr leicht, als hätte ich mich frisch eingecremt und das finde ich immer echt positiv. Dennoch möchte ich gerne meine Base setten. Das mache ich immer und jetzt halt auch. Da habe ich von Lavera das Fine Loose Mineral Powder in der Farbe Transparent. Und ja, diese losen Puder nehme ich gerne für unter den Augen, aber auch fürs komplette Gesicht kann man das sehr schön nehmen. Hier haben wir so ein Puder-Puffelding drin. Das kann man schön nehmen, wenn man das unterwegs hat, ne, für Touch-Ups zwischendurch. Gebe ich mir mal ein bisschen hier in den Deckel rein. Nehme jetzt erstmal das Schwämmchen und gebe mir das unter die Augen, um den Concealer zu setten. Das funktioniert schon mal so weit, so gut. Wir haben echt kein auffällendes Puder, ne? Also es hat definitiv Haarpigmente mit drin. Für mich ist es gerade so noch der passende Ton, aber man muss echt, also man sollte es wissen, ne? Dass es auch ein bisschen einfärbt, das sieht man glaube ich auch. Und mit einem Puderpinsel gönne ich mir dann quasi die Setten-Geschichte von dem Rest meines Gesichtes. Ja, wir haben eine schöne Puderwolke hier. Ja, das hat schon derbe abmattiert, ne? Das sieht man auch direkt. Finde ich jetzt aber erstmal so auf die Entfernung nicht schlimm. Die natürlichen Öle der Haut werden auch wieder rauskommen, werden sich mit dem Ganzen verbinden und dann sieht das alles auch noch ein bisschen natürlicher aus. Aber ich muss sagen, das sieht gut aus auf dem Gesicht, doch hat sich nirgendwo komisch abgesetzt, hat sich schön mit der Base verbunden. Unter den Augen ist jetzt ein bisschen viel, also das, ne, wie ich das jetzt gemacht habe, hat da nicht so gut funktioniert. Das heißt, besser nicht mit dem Schwämmchen auftragen, sondern wirklich nur mit dem Pinsel, ne, verteilen. Und dann sieht es besser aus, weil so habe ich es unter den Augen jetzt wirklich ein bisschen crusty geschaffen. Ja, schade, Schokolade. Wir haben von Lavira keinen Bronzer. Gibt es einfach nicht. Deswegen machen wir jetzt einfach direkt mal weiter mit dem So Fresh Mineral Rouge Powder. Das habe ich hier in der Farbe Columbine Pink 07. Und das hat auch irgendwie so einen leichten Schimmer mit drin, ne? Weil So Fresh und so sagt ja auch einiges. Wir haben hier so ein zweigeteiltes Ding. Ich würde es jetzt aber einfach mit dem Pinsel direkt verbinden, ne? Das heißt, wir haben hier so einen leichten Nasorgasm-mäßigen, der so ein bisschen pink mit diesem Goldschimmer ist. Und hier oben haben wir einen, der so eher so ins Mauve-mäßige reingehen möchte und mit Silberschimmern ist. Wie gesagt, ich gehe durch beide durch, klopfe ein bisschen ab und trage mir das Blush einfach grob auf oder sehr großflächig, würde ich sagen, weil ich habe jetzt ja auch keinen Bronzer. Das heißt, ich arbeite dann nur mit Blush und er schimmert definitiv. Den sieht man
wenn man sein Gesicht bewegt, ne, siehst du aber nicht in jeder Art und Weise, wie du dein Gesicht hältst. Da muss ich nochmal gucken. Ja, auch mit Blush kann man Effekte ins Gesicht zaubern. Ich mache den jetzt wirklich sehr, sehr großflächig. Ne? Ich bin ja hier oben angefangen und blende den dann komplett hier runter und über die Nase tatsächlich und dann auf der anderen Seite auch wieder hoch. Einfach damit ich irgendwas an Farbe ins Gesicht bekomme, auch wenn die Foundation mich jetzt nicht irgendwie super hell oder so gemacht hätte, ne? Also ich sah jetzt nicht geistermäßig aus. Das Ding ist halt einfach, dadurch, dass es ein Fresh Blush ist, ist es jetzt ein bisschen viel. Man sieht natürlich, dass die Wangen leuchten, wenn ich lächle. Erinnert mich ein bisschen an Hashtag ungeschönt im Juni, an die liebe Sarah Isabel. Also, wir haben schon nämlich Schimmer hier mit drin. Bei näherem Betrachten sieht man auch die einzelnen Schimmerpigmente. Wenn ich jetzt aber aus dieser Entfernung in meinen Spiegel, in mein Display oder so reingucke, sieht man das jetzt nicht so super intensiv, dass er halt grober Schimmer ist. Ne? Theoretisch sparst du dir damit auch den Highlighter, den habe ich aber gleich noch. Es macht so einen Nasseffekt, was ich schön finde. Ich persönlich würde es aber jetzt in Zukunft nicht solo verwenden. Das heißt, ich würde auf jeden Fall das mit einem Bronzer kombinieren, damit ich das halt nicht so super block plakativmäßig auftrage, aber ich wollte halt hier auch an der Seite so ein bisschen Frische reinbringen, ne? Weil ansonsten sehe ich so flach von der Seite aus, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und ja, also der Blush an sich gefällt mir, aber nicht so großflächig. Das ist mir da ein bisschen viel. In der Kamera sieht man nicht so schön die Röte, die jetzt im realen Leben rauskommt. Das sieht nämlich echt schön natürlich aus, wobei der Glow tatsächlich nicht ganz so natürlich ist, ne? Aber es ist irgendwie süß. Als Highlighter habe ich hier den Natural Glow Highlighter und den habe ich in der Farbe Luminous Gold 02. Das ist dieser hier. Ich hätte, also würde jetzt einfach mal nicht vermuten, dass wir hier jetzt einen super krassen Highlight-Effekt bekommen. Aber wir probieren das Ganze mal aus. Dafür verwende ich auch hier irgendeinen Highlighter-Pinsel, nehmen wir den hier, ne? Und, also Spectrum-Pinsel alles. Und gehe hier einmal so durch. Ja, also wir haben hier eigentlich, wenn ich mir das mit dem Pinsel auch angucke, weniger so Schimmerpigmente und mehr halt diese, ja, pudrigen Weißgeschichten, ne? Das werden wir wahrscheinlich auch beim Highlighter sehen, dass dann der Blush mehr Glow haben wird als der Highlighter. Was ich natürlich jetzt hier mit mir vorstellen kann, dafür gucke ich mir das mal eben kurz an, das war ein Reim. Ja, der hat schon Glow mit drin, aber weil mir das hier unter den Augen einfach zu dunkel erscheint tatsächlich, ne, gebe ich mir den auch so ein bisschen unter die Augen. Also ja, jetzt habe ich Glitzer unter den Augen. Egal, ich mache das jetzt einfach mal, ne, weil ich finde, das sieht besser aus. Ja, einfach so ein bisschen mal so drauf. Ja, wobei ich jetzt echt aussehe wie der Zinnmann. Hm, weiß nicht, ob das jetzt die beste Idee des Universums war. Egal. Ich finde den Highlighter schön. Tatsächlich finde ich den glowiger als erwartet. Sehe ich jetzt ja auch gerade unter meiner Augengeschichte. Ja, also doch, ein schöner Highlighter, den ich gerne leiden mag. Kein grober Glitzer ist da mit drin enthalten, ne? Jetzt bin ich echt am Glowen. Die Putty geht ab, aber die Putty geht auch weiter, weil jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Da habe ich hier den Eyebrow Pencil in der Farbe Blond 02. Und das ist halt auch wirklich ein Pencil, also wirklich ein Stift, den man anspitzen kann. Und damit werde ich mir jetzt meine Augenbrauen etwas auffüllen. Oha, der ist weicher als gedacht. Also da muss ich jetzt nicht doll drücken, um Farbe drauf zu kriegen. Gut, wie gesagt, wir haben draußen 25 Grad. Da können wir dann davon ausgehen, dass wir hier drin über 30 Grad haben, weil hier ist immer warm, auch wenn die Jalousien runter sind, ne? Apropos warm, dieses Blond, was hier der Stift abgibt, ist für mich auch ein bisschen zu warm. Das geht mir zu sehr ins Bräunliche leider. Nun, also, ne, das ist eine ziemliche Schmiererei. Ja, trotzdem, die andere Seite möchte auch gemacht werden. Machen wir das mal. Ja, nö. Ich glaube, wir sind uns da einig, dass das nicht unbedingt das Gelbe hier vom Ei ist, ne? Aber gut, jetzt habe ich was, um die Augenbrauen zu fixieren. Und zwar von Lavera den Eyebrow Styling Gel Transparent. Den, das. Ja, immer wenn man vorher so einen Artikel davor setzt, ne? Meistens läuft es dann schief. Hat einen riesen Spoolie, den hatte ich auch tatsächlich schon da. Das ist eines der wenigen Lavera-Produkte, was ich mir nicht explizit bestellen musste für das Full Face. Es war, glaube ich, mal irgendwo in einer Box oder so mit drin enthalten. Ja, und dann fixiere ich mir jetzt einfach mal die Härchen. Die drei, die ich habe. Also ich glaube, an den Duft gewöhnt man sich echt nur schleppend, ne? Also sehr, sehr schwer, das ist gar nicht so leicht. Genau, ich habe hier oben jetzt ein bisschen rumgemalt, dann nehme ich den
Pinsel, den ich auch eben zum Concealer auftragen genommen habe, um da so ein bisschen Clear Shift zu machen. Hier auch, um den Concealer aus den Fältchen rauszubamseln. Und jetzt geht's zum Lidschattenlook, der heute zugegebenermaßen sehr dezent ausfallen wird. Denn Lavera hat jetzt nicht so die Wawawoom Lidschattenpaletten. Ich glaube, das hier ist sogar eine LE gewesen, weiß ich aber nicht genau. Glorious Mineral Eyeshadows habe ich in der Farbe Lovely Nude 01. Das ist diese kleine Vierer-Palette, die echt teuer war. Also Lavera ist generell nicht günstig, ne? Darf man nicht vergessen. Es ist jetzt nicht so High-End, aber es ist halt nicht billig, sage ich mal. Und hier haben wir die vier Töne. Ich hatte zuallererst überlegt, den Ton hier unten als Bronzer zu verwenden, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil es doch viel zu dunkel ist. Und das hätte den Look ruiniert, ne? Ja, drei Schimmertöne, ein matter Ton. Mal gucken, was wir da rausholen können. Es wird auf jeden Fall sehr dezent werden, ne? Steht außer Frage. Sehen wir direkt. Ich starte jetzt einfach mal, indem ich mir den einzig matten Ton, diesen dunklen hier, aufnehme und wie so ein Eyeliner einfach mal ziehe und dann so ein bisschen ausblende. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Dafür nehme ich hier den Augenbrauenpinsel, den ich hier von Spectrum eben schon verwendet habe. Und da ich das ja nachher eh ausblende, muss es ja nicht so super ordentlich sein. Trotzdem hier vorne mache ich es so ordentlich, wie ich es hinkriege. Und dann ziehe ich mir hier so eine Linie. Zack. Und dann wird das Ganze jetzt noch ein bisschen intensiviert. Das hat auch schon mal deutlich besser funktioniert, als ich jetzt erstmal erwartet hätte, ne? Weil der Ton auch gar nicht mal so schlecht pigmentiert ist. Also der ist eigentlich sogar sehr, sehr gut pigmentiert. Dann nehme ich mir jetzt so einen Point Brush und gehe auch wieder, immer wieder vorsichtig in diesen Ton rein, aber auch nur ganz dippmäßig. Und dann blende ich mir so ein ganz kleines bisschen den Liner, den ich gezogen habe, nach oben hin aus. Also jetzt nicht nach unten hin, ne, sondern nach oben hin. Blende das dann auch so ein bisschen hier in die Lidfalte, um da so einen leichten Schatten noch zu kreieren. Also das wird jetzt ein smoky Look, ne, aber halt ein Look mit sehr wenig Farben. Denn viel habe ich ja nicht zur Verfügung, Leute. Ganz, ganz zart setze ich mir jetzt auch den dunklen Ton hier an den unteren Wimpernkranz. Nur so als Schatten. Also wirklich überhaupt nicht intensiv, ne? Das ist nur, damit man so eine leichte Abgrenzung hat. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Schimmertönen. Da haben wir echt zwei super ähnliche. Ich denke, die beiden werde ich verwenden, ne? Weiß gar nicht, ob ich den dann verwenden werde. Ja, ich starte einfach mal mit diesem Ton und ich glaube, ich kann mir den auch am besten mit dem Finger auftragen. Und den setze ich mir erstmal auf mein bewegliches Lid drauf. Denn ich wollte ja eigentlich keinen richtigen Smoky Eye Look haben. Es wird trotzdem sehr rauchig hier heute werden. Ja, mit dem Finger hat das jetzt auch ganz gut funktioniert. Ja, die Töne sind halt sehr seidig. Aber ich bekomme was auf dem Pinsel. Ja, ich würde sagen, das funktioniert mit dem Pinsel sogar sehr, sehr gut. Hat nicht die Intensität wie mit dem Finger, deswegen gehe ich hier nochmal so ein bisschen drüber. Aber es geht eigentlich schon klar. Ja, und wie angekündigt, nach innen hin gebe ich mir dann jetzt definitiv mit dem Pinsel, ne, den hellen Ton auf, weil der auch vor allem mein Inner Corner ein bisschen aufhellen soll. Und das macht er jetzt gerade richtig schön. Wow! Es ist ein Look, der vollkommen außerhalb meiner Komfortzone liegt, weil ich jetzt überhaupt kein Fan von Smoky Eyes eigentlich bin. Aber er ist schön, ne? Ihr wünscht euch ja auch öfters mal Smoky Eyes von mir. Tada, da haben wir mal einen. Und ich finde, die Palette hat doch mehr gebracht, als ich anfangs ihr zugetraut hätte, bin ich ehrlich. Ja, als nächstes fixieren wir die ganze Geschichte. Da habe ich hier von Lavera das Make-up Setting Spray mit Bio Aloe Vera. 50 ml sind hier drin. Schaut einmal so aus und dann kommt das jetzt aufs Gesicht. Da kommt auf jeden Fall gut was raus. Aber es ist ein angenehmer Sprühstoß und es stinkt nicht so alkoholisch. Das ist super angenehm gerade. Oh mein Gott, ja, das feiere ich gerade echt so sehr. Ja, das muss jetzt ein bisschen trocknen. Ich nehme zur Beschleunigung einfach mal ein Schwämmchen. Jetzt geht's zu den Wimpern. Ein für mich super wichtiger Schritt, weil das nochmal so das Augen-Make-up und auch das ganze Make-up auf ein anderes Level heben kann. Da habe ich hier die Volume Mascara von Lavera und die möchte ich mit euch gerne zusammen ausprobieren. Das wird jetzt auch sehr wahrscheinlich ihr letzter Einsatz sein, weil sie eigentlich abgelaufen ist. Es stehen hier immer Ablaufdaten drauf. Ja, wäre jetzt dieses Jahr im März abgelaufen, aber ich habe die gar nicht so häufig verwendet, ne? Die duftet auch nicht irgendwie unangenehm. Deswegen verwenden wir die jetzt einfach mal. Wir haben hier ein Faserbürstchen, was
so ein bisschen, ja, spitz nach vorne zusammengeht, sehr eng zusammenstehende Borsten, sehr viel Produkt hoch hier dran und die möchte ich einfach mal ausprobieren. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara ist toll, sie schmiert halt nur wie sonst was, ne? Also das muss man wirklich sagen, hier habe ich rumgeschmiert, da habe ich an den Fingern, überall habe ich einfach rumgeschmiert. Sie macht aber ein schönes Ergebnis und lässt sich auch schön aufbauen. Also mir gefällt es tatsächlich. Schade Schokolade, die muss jetzt leider in den Müll natürlich gehen, aber ich wollte sie euch hier nochmal zeigen und jetzt nicht nochmal extra eine neue kaufen. Ne? Ich habe schon bessere gesehen, aber was tatsächlich Naturkosmetik-Mascara angeht, ist das jetzt mittlerweile so ziemlich die beste, die ich ausprobiert habe. Was jetzt noch fehlt, sind natürlich die Lippen. Da habe ich auch ein etwas zurückhaltendes Produkt. Brilliant Care habe ich hier in der Farbe Light Hazel 08. Ein Green Q10 Complex Lippenprodukt, genau. Und das möchte ich einfach jetzt mal verwenden. Das ist ja auch Lip Care und Farbe in 1. Etwas bräunlich. Genau, schaut der Ton aus. Das ist einmal dieser hier und ja, der soll den Look jetzt einmal ein bisschen abrunden. Der ist nicht so super schön cremig, wie ich das erwartet hätte tatsächlich. Aber, also wenn man den hier so rausnimmt, ne, das sind nämlich irgendwie so Stückchen, keine Ahnung, fühlt sich jedenfalls so an, so ein bisschen peelingmäßig. Auf den Lippen selber fühlt er sich aber gut an. Der passt jetzt auch okay zum Look, ne? Das ist jetzt auch kein super brauner Ton oder so, der hat auch eher so was... Ja, schon bräunlich, hellbräunlich, nudefarbenes, zurückhaltendes tatsächlich. Und das ist jetzt hier auch einmal mein fertiger Look, wie er ausschaut. Es war mir von Anfang an klar, dass wenn ich ein Fullface Lavera schminke, dass halt auch wirklich was etwas Zurückhaltendes, Natürliches dabei rumkommt, weil immer bei den Naturkosmetikfirmen gehe ich persönlich auch nicht davon aus, dass die dieses mega krass sichtbare Wawawu-Make-up haben wollen. Also auch die Kundinnen halt nicht, ne? Deswegen finde ich jetzt gerade auch diesen Look für mich im Sommer sehr schön. Das ist ein schneller, einfacher Look. Man muss sich so ein bisschen auch an die Produkte natürlich erst rantasten, um zu schauen, wie man sie auch anwenden möchte, wie viel man davon auftragen möchte. Ich finde, dass meine Base richtig toll aussieht. Das, mir fehlt halt wirklich ein Bronzer. Ich bin ehrlich, ne? Ich hätte gerne noch ein bisschen was Bronzigeres im Gesicht, weil so sehe ich schon sehr, nicht krank. Also vielleicht ein bisschen erkältet sehe ich aus. So halt, ne? Aber aber mir gefällt trotzdem der Look jetzt so am Ende. Was meint ihr? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das Einzige, was mich halt bei Lavera immer wieder stört, ist der Duft von den Produkten, weil das halt alles dieses typische Naturkosmetik, ne? Ja, finde ich halt immer ein bisschen schwierig, macht mir da ein bisschen Kopfschmerzen. Aber jetzt auf dem Gesicht ist alles vollkommen fein. Ich habe keine komischen Düfte in der Nase. Ich fühle mich wohl. Ich werde jetzt auch gleich noch ein, zwei Videos mit diesem Look drehen. Aber erstmal mit Sammy gleich vielleicht eine Runde gehen. Das war ein Reim. Da muss ich nur gucken, weil ich habe heute dann natürlich keinen Lichtschutzfaktor aufgetragen. Habe ich echt toll gemacht, ne? Naja. Wir kriegen das schon hin. Wir gehen ja durch den Wald. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Fullface Lavera Schminki. Vielen Dank an Beautymates für das Sponsoring des Videos. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkis. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!